Sie ist lecker, aber gehaltvoll, jedoch in Maßen genossen sicher keine Sünde. Buttercreme mit Pudding ist perfekt für eine leckere Torte. Nicht immer bekommt man sie richtig hin. Kriti zeigt Ihnen, wie es geht. Hier bin ich wieder, eure Kriti. Backen mit Kriti steht wieder vor der Tür. Hier bin ich. Und was habe ich für Sie vorbereitet? Eine Buttercreme. Vielen gelingt sie nicht, manchen trennt sie sich. Bei manchen trennt sie sich. Ich sag mal so, es gibt ja die unterschiedlichste Form von Buttercreme. Es gibt die deutsche Buttercreme, die italienische Buttercreme, die französische Buttercreme. Worin unterscheiden die sich? Also wir machen heute eine deutsche Buttercreme, die besteht aus Pudding und aus Buttercreme. Einen gesüßten Pudding, ca. 500 Gramm und 500 Gramm Butter. Weiche Butter, 1:1 wird es gerechnet. Der Pudding muss schön gesüßt werden, nehmen Sie das Doppelte an Zucker, wenn Sie den kochen, lassen Sie ihn über Nacht stehen. Der Unterschied zur französischen Buttercreme ist, die wird mit Eigelb gemacht. Da wird Wasser und Zucker gekocht, wird dann unter das Eigelb geschüttet, wird schön aufgeschlagen. Die Temperaturen sind immer 115 Grad. Das muss ja alles steril gemacht werden, dass es auch wirklich, dass nichts passiert. Und da muss ich sagen, da mache ich Stopp. Vor zu Hause, weil man hat nicht immer Thermometer, dann sagt man mal, ach, es geht schon. Und nee, das mache ich nicht. Deswegen habe ich gedacht, wir machen eine deutsche Buttercreme. Und wir starten auch schon. Wir fangen an, wie gesagt, mit unserem Pudding. Den habe ich gekocht gestern Abend, dass er wirklich schön durchkühlt. So. Habe ihn ein bisschen süßer gemacht, weil wenn dann die Butter dazu kommt, dann ist es schon so, dass dass das ein bisschen wegnimmt von der Süße. Und dann tun wir einfach immer Stück für Stück unsere Butter rein und schlagen das auf. Natürlich auf Stufe schnell. So. Dauert ungefähr ja, so 5-6 Minuten, bis es ein schönes weißes Volumen hat. Ich schalte jetzt mal aus dem einfachen Grund. Ich habe sie schon mal vorbereitet. Ta-ta-ta. Hier ist sie. Und ich habe gedacht, wir machen einen schnellen Kuchen, eine schnelle Torte, eine Nusstorte. Aus der Sendung 1 können Sie ja noch unseren Schokokuchen. Und den habe ich einfach gebacken. Den können Sie genauso backen. Und wenn es ein bisschen jetzt weihnachtlich werden soll, wir steuern ja auf November, Dezember zu, machen Sie da einfach so 1-2 Teelöffel Zimt mit rein und schon gibt es dem Ganzen einen anderen Geschmack, einen anderen Flair. Und los geht's. Wir nehmen den Kuchen, schneiden den schön auf, so mittig. Ich habe heute auch einfach ganz normales Werkzeug, was Sie vielleicht auch zu Hause haben. Messer, kein Einstreichmesser. So. Geben wir alles rüber. Dann nehmen wir unsere Buttercreme. Ja. Tun so gut 2-3 solche Schaben drauf. Entweder Sie haben so ein rundes Messer wie ich hier gerade, mit Zacken, das ist auch kein Problem, oder so ein Teigschaber. Dann machen Sie das schön, streichen Sie das schön breit. Wie gesagt, man hat ja nicht immer solches Werkzeug zu Hause. Wer es zu Hause hat, auch kein Problem. Nehmen Sie es gerne. Geht natürlich immer ein bisschen filigraner. Aber ich habe ja gesagt, ich mache es für zu Hause. Und da muss es nicht ganz so perfekt sein. Jetzt geben wir unseren Deckel wieder drauf, unseren Schokodeckel. So. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal. So circa 2 Stück. Viele denken, oh nee, das ist zu fettig. Oh, das ist nicht gut. Glauben Sie es mir, das schmeckt mega gut. Man darf bloß nicht übertreiben und zu viel draufsetzen. Dann wird es ein bisschen viel, ja. Aber die schmeckt sehr gut, weil der Pudding drin ist. Und der nimmt das Ganze ein bisschen das Fettische, den fettischen Geschmack. So. Ich lasse das jetzt mal so ein bisschen rustikal. Gehe nochmal drum. Sie können natürlich den Rand auch mit einstreichen, auch kein Problem. So, und jetzt kommt ein bisschen ein wie Studentenfutter. Nehmen wir ein paar Cranberries oder ein paar Rosinen.
ruhig ein bisschen so fruchtig mit sein. So. Wird schon fast von orientalisch. So. Dann nehmen wir Walnüsse, geht alles, Haselnüsse. Außen können wir das Ganze ausdekorieren mit super Pekannüssen. Die schmecken wunderbar, die haben einen super Geschmack. So. Und Sie sehen, das geht wirklich ratzifatzi. Und es ist ja nicht jeder Stollenesser, ne? Es muss man einfach sagen, viele essen nicht gern Stollen, ist ihnen zu schwer, schmeckt ihnen dann einfach nicht. Und vielleicht kann man da einfach mal eine andere Alternative machen. Ich denke, das ist eine gute Alternative. So, ich lasse das jetzt mal so. Sie sehen, Sie können ja, dort ist absolut keine Grenze gesetzt. Ein bisschen Schokolade drüber oder auch nicht. Hier habe ich welche drüber gemacht. Probieren Sie es, wie Sie es gerne möchten. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal. Wenn die Buttercreme nicht gelingt, schreiben Sie uns. Und ich denke, ich gebe Ihnen einen guten Tipp, wenn es doch nicht klappt. Aber ich bin mir sicher, dass es klappt. Bis zum nächsten Mal, eure Kredit. Da wird es wieder richtig weihnachtlich. Tschüssi, macht's gut.